So, in dieser Aufgabe geht es darum zu zeigen, dass die Reihe k gleich 1 bis unendlich 1 durch 3k über 2k konvergiert. Es geht also nicht darum, insbesondere zu zeigen, welchen Grenzwert diese Reihe hat, sondern es geht nur darum zu zeigen, dass sie konvergiert. Also das heißt, wir können unsere Konvergenzkriterien, die wir uns jetzt erarbeitet haben, hier gewinnbringend anwenden. Ja, und wir wollen das mal zeigen, indem wir das Quotientenkriterium anwenden. Was müssen wir für das Quotientenkriterium denn hinbekommen? Ja, wir müssen hinbekommen, dass wir eine Aussage schaffen über einen Ausdruck. Und zwar ist das der Ausdruck Betrag AK plus 1 geteilt durch AK. Ja? Und diese AK sind genau diese Summanden, die in dieser Summe stehen. Das ist also AK. Und man muss zeigen, dass das kleiner gleich einem Q ist und dieses Q muss echt kleiner 1 sein. Ja, und dieses kleiner gleich muss gelten für fast alle k aus den natürlichen Zahlen. Das muss man hinbekommen. Dieses fast bedeutet, es darf endlich viele Ausnahmen geben. Ja? Okay, dann probieren wir das mal. Also das Entscheidende ist in der Tat bei dem Quotientenkriterium, dass man sich diesen Ausdruck anguckt. Okay, dann machen wir das mal konkret für diese Reihe. Also der Betrag AK plus 1 geteilt durch AK. Das ist in diesem Falle der Betrag von, ja, was muss ich hinschreiben? AK plus 1 steht im Zähler. Das heißt, ich habe im Zähler 1 durch, und jetzt 3 K plus 1 über 2 K plus 1. Muss man also hinschreiben. 3 und jetzt Achtung. Ja, K plus 1 in Klammern über 2 K plus 1 in Klammern. Die Klammern sind hier fürchterlich wichtig, weil die eben an der Stelle einen Unterschied im Ausdruck machen. Ja, geteilt durch und jetzt AK ist ja 1 durch 3K über 2K. So, das ist natürlich ein hässlicher Ausdruck, ja, ein Bruch von Brüchen. Das haben wir in der Schule gelernt, wie das ist. Das ist nichts anderes als irgendwie multiplizieren mit dem Kehrwert. Hier, wenn wir uns also diesen Nenner angucken, davon den Kehrwert bilden und damit multiplizieren, ist es dasselbe. Das heißt, wir haben 1 durch 3k plus 3, ich löse mal diese rote Klammer auf, über 2k plus 2 mal, und hier habe ich einfach 3k über 2k mal 1. So, okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, was ist denn das hier eigentlich zum Teufel? Ja, wir müssen uns diesen Binomialkoeffizienten auflösen und mit seiner Definition sozusagen ersetzen. So, was ist das also? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze mal die Möglichkeit aus, dass n über k, kleine Nebenbedingung und Nebenkommentar hier, was war nochmal n über k? N über k, das ist n Fakultät geteilt durch K-Fakultät und im Nenner steht auch noch N-K-Fakultät. Ja, diese Aussage hatten wir ja und das wenden wir jetzt hier an. Ja, das versuchen wir jetzt auch mal auszudrücken. Also, dass wir haben hier 1 durch und jetzt habe ich hier oben 3 plus 3, 3K plus 3 Fakultät geteilt durch 2k plus 2 Fakultät und dann die Differenz. 3k plus 3 minus 2k plus 2 ist nichts anderes als k plus 1 Klammern Fakultät. So, und was habe ich auch beim anderen Bruch? Da habe ich 3k Fakultät geteilt durch 2k Fakultät.
und dann 3k-2k-Fakultät, das ist also k-Fakultät. So, jetzt habe ich schon wieder Brüche mit Brüchen. Ne? Also wende ich wieder diese alte Rechenregel an, wo wir hier also diesen Term hier so umdrehen können und dann können wir einfach das alles auf einen Bruch bringen. So, das heißt, hier habe ich fange mal mit dem hinteren Teil an, hier oben habe ich 3k-Fakultät. Dann habe ich hier 2k in Nenner-Fakultät und k-Fakultät. Und hier unten habe ich 3k plus 3 in Klammern Fakultät und oben habe ich 2k plus 2 in Klammern Fakultät und k plus 1 in Klammern Fakultät. So, also bei diesem Ausdrucken wird er ein bisschen schwindelig, aber es ist einfach noch eine Konzentrationssache, dass man da irgendwie keine albernen Fehler macht, ne, die aus der Bruchrechnung kommen. Ja, was können wir jetzt tun? Man kann natürlich hier sich jetzt die Terme angucken. Hier habe ich zum Beispiel K-Fakultät und da habe ich K plus 1 Fakultät. Ja, wenn man sich überlegt, was K-Fakultät ist, das ist ja 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 bis K. Und das ist ein K plus 1 Fakultät, ist dasselbe. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 bis K plus 1. Das heißt, es ist ein Faktor mehr. Im Endeffekt heißt es aber nichts anderes, als dass ich hier unglaublich viel kürzen kann. Nämlich K-Fakultät kann ich komplett wegkürzen und dieser Term hier, gegen diesen Term hier, kann ich das kürzen. Aber es bleibt ein Faktor über, nicht bei K plus 1 Fakultät. Da bleibt nämlich einfach nur K plus 1 als Faktor über. Das heißt, ich kann die beiden Kollegen hier miteinander verrechnen. Das mache ich mal hier. So, und dann kommt raus nur an dieser Stelle K plus 1 in Klammern. Achtung, ohne Fakultät, es ist nur dieser eine Faktor K plus 1. Ja, und hier bleibt eine schöne 1 über. So, mache ich mal weiter. Was kann ich noch verarbeiten? Ich habe hier 2k in Klammern Fakultät und hier habe ich 2k plus 2 in Klammern Fakultät. Auch da kann ich 2k Fakultät komplett kürzen und es bleiben hier zwei Faktoren über. Das sind nämlich 2k plus 2 mal 2k plus 1. So. Und hier bleibt eine 1 über. Das heißt, die Kollegen habe diesen Term hier, dieses 2k-Fakultät, habe ich komplett weggekürzt gegen 2k plus 2-Fakultät. Und die beiden Kollegen hier unten bleiben über. So, und das Spiel geht natürlich weiter. Dann nehme ich mal mir diese Farbe. Hier habe ich 3k-Fakultät und hier habe ich 3k plus 3-Fakultät. Auch das kann ich wunderbar kürzen und es bleibt etwas über. Und das ist nämlich hier 3k plus 3 mal 3k plus 2 und 3k plus 1. Das bleibt alles über. Dann bleibt hier oben nur noch eine 1. Gut, jetzt ist der Term schon wieder mal deutlich leichter geworden. Und jetzt gucke ich mir nochmal an, was ich jetzt noch über habe. Ich habe jetzt hier also keine Fakultäten mehr. Das ist sehr schön. Das heißt, ich kann viel einfacher verstehen, was hier los ist. Und jetzt muss ich zu der Stelle kommen, wo ich mir überlege, was muss ich eigentlich machen mit diesen blöden Termen. Ich muss zeigen, dass es so eine Zahl Q gibt, die echt kleiner 1 ist und fast alle Ausdrücke bleiben echt unter diesem Q oder bleiben unter diesem Q. Ja? Ich muss mir also angucken, was macht dieser Term, wenn k groß wird. Diese Überlegung, was macht dieser Term, wenn k groß wird, ist so ähnlich wie eine Folge. Wir gucken uns also mal so einen ganz klassischen Folgentrick an, den wir jetzt gemacht hätten. Wenn wir uns überlegen würden, wohin konvergiert diese Folge, würden wir doch sagen, pass mal auf, wir erweitern das mal mit 1 durch k und zwar dreimal insgesamt. Ja, und schreiben diesen Term um. Das ist also 2 plus 2 durch k mal 2 plus 1 durch k mal 1 plus 1 durch k geteilt durch 3 plus 3 durch k mal 3 plus 2 durch k mal 3 plus 1 durch k. So, für wen das jetzt noch mal zu schnell ging, also wir haben einfach hier diesen Term mit 1 durch k hoch 3 erweitert. Und dieses k hoch 3, das 1k habe ich hier reingezogen, ein anderes k habe ich da reingezogen, das nächste k habe ich da reingezogen und hier im Nenner genauso.
Ja, und wenn ich die dann so reinziehe, dann bleiben halt diese Terme über. Das heißt, es ist alles gleich hier. Es ist alles, wir haben ja nichts abgeschätzt, wir haben ja eine Gleichheit. So, und jetzt kann ich mir diesen Term angucken. Die Betragsstriche kann ich weglassen, es ist eh alles positiv. Ne, lasse ich hier auch noch weg. Und jetzt kann ich mir angucken, hey, wow, wenn es eine Folge wäre, wüsste ich sofort, wohin das konvergiert. Das konvergiert, wenn k gegen unendlich geht, dann geht das gegen 2 mal 2 mal 1 geteilt durch 3 mal 3 mal 3. Das ist 4 27. So, und das bedeutet, wenn das gegen eine Zahl konvergiert, wenn also dieser Term gegen eine Zahl konvergiert, die echt kleiner 1 ist, ja, dann wissen wir, dass nach dem Quotientenkriterium, dass dieses Q hier auch existiert. Man wählte sich einfach irgendeine Zahl, die zwischen 4 27 und 1 liegt. Ja, könnte man 5 27 nehmen. Ja, und dann hat man also die Eigenschaft erfüllt, das heißt, die Reihe konvergiert. Nach dem Quotientenkriterium, weil für fast alle K aus den natürlichen Zahlen gilt, dass dieser Term AK plus 1 durch AK, dass dieser Term echt kleiner 5 27 ist. Und das ist echt kleiner 1. Ja? Warum ist 5 27? Ja, ich weiß ja nicht, von wo sich dieser Term gegen 4 27 den Grenzwerten nähert. Kann ja von oben sein. Ich nehme einfach 5 27. Das ist ein bisschen drüber, aber auf jeden Fall locker unter 1 und damit ist alles gut. Ja? So, also wissen wir, die Reihe konvergiert und wir wissen sogar, dass sie absolut konvergiert an dieser Stelle. War das aber gar nicht gefragt. Okay, das war's.